Das ist Toni. Toni engagiert sich schon länger vor Ort in der Kolpingjugend und im Diözesanverband. Toni überlegt nun, auch auf Bundesebene aktiv zu werden, nämlich als Teil der Bundesleitung. So ganz sicher ist sich Toni aber noch nicht. Sie möchte wissen, was macht denn die Bundesleitung eigentlich? Wie der Name schon sagt, vertritt die Bundesleitung die Kolpingjugend in ganz Deutschland. Sowohl innerverbandlich, zum Beispiel in Gremien oder im Bundesvorstand, aber auch außerverbandlich, zum Beispiel beim BDKJ oder auf jugendpolitischer und kirchlicher Ebene. Dazu gehört es unter anderem, bundesweite Aktionen oder Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel das Lifehack-Seminar oder die Bundeskonferenz der Kolpingjugend. Die findet zweimal im Jahr statt, zusammen mit den Delegierten aus allen Diözesanverbänden. Dabei wird unter anderem auch die Bundesleitung gewählt. Die Amtszeit beträgt dabei genau 3 Jahre. In dieser Zeit bekommt man jede Menge Freiraum, eigene Ideen zu verwirklichen und erhält gleichzeitig aber auch verlässliche Unterstützung und Begleitung durch kompetente ReferentInnen. Und was sollte man als Bundesleitung mitbringen? Idealerweise hat die angehende Bundesleitung Lust, die Kolpingjugend zukunftsorientiert voranzubringen. Das erfordert natürlich auch Zeit und Lust, in der Freizeit immer wieder bundesweit unterwegs zu sein. Aber das natürlich nicht alleine. Während der Amtszeit arbeitet die Bundesleitung immer wieder mit neuen Leuten aus der Kolpingjugend in ganz Deutschland zusammen. Und das hinterlässt Eindruck. Im Ehrenamt der Bundesleitung macht man vielfältige Erfahrungen und erlebt prägende Momente. Toni ist überzeugt. Und wie sieht es mit dir aus?